Ihr seid Fan von Endzeit-Szenarien, Filmen, Serien oder Spielen, die sich vielleicht in einer atomaren, postapokalyptischen Zeit befinden. Ihr seid Fans von Spielen, in denen es um Survival, Aufbau und, naja, halt Überlebenskämpfe geht und das, wie gesagt, in einer vielleicht solchen apokalyptischen Zukunft. Wenn ihr dann noch wirklich game-enthusiastisch veranlagt seid, sollte euch die Serie Fallout irgendwas sagen. Denn genau das ist Fallout in einem Begriff. Eine postapokalyptische, atomare Überlebenssimulation. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es für Serienenthusiasten noch interessanter wird. Denn ja, zu der Fallout-Spieleserie gibt es jetzt die Fallout-Netflix-Serie. Ist anscheinend schon länger bekannt und vor kurzem ist dann auch die Erstausstrahlung erfolgt. Und was soll ich sagen, ich habe es mir natürlich angeguckt. Ob die Serie gut ist, beziehungsweise für wen die Serie gemacht ist, ob sie mir gefallen hat und was ich so allgemein für Meinungen positiv oder negativ zu der Serie habe, darum geht es im heutigen Video. Und damit heiße ich euch direkt erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, in meiner Abwesenheit hier auf YouTube habe ich schon viele Kommentare bezüglich der Fallout-Serie bekommen, aber auch so oder so hätte ich ein Video dazu gemacht. Denn ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe die Fallout-Spieleserie schon geliebt. Weniger selbst gespielt, mehr Let's Plays zugesehen, aber ich finde dieses Szenario der atomapokalyptischen Welt in einem retrofuturistischen Artstyle einfach geil. Allgemein muss ich sagen, dieser retrofuturistische Stil gefällt mir immer, immer mehr. Kurz erklärt, was genau das ist. Habt ihr schon mal eine Serie, einen Film, ein Spiel gesehen, in dem es alles nach 50er, 60er, 70er Jahre aussah, wo sie aber schon schwebende Autos oder irgendwelche allgemeinen Zukunftstechnologie hatten? Ja, genau das ist Retrofuturistik. Zumindest ist das der Begriff, der im Internet am gebräuchigsten vorkommt und ich liebe das. In der Marvel-Serie Loki sehen wir das auch teilweise. Das Design von Miss Minute, das Design der TVA und allgemein das Drumherum in der Serie Loki, vor allem in Staffel 1, erinnert sehr stark an diesen Artstyle. 50er, 60er, 70er Jahre, nur mit unfassbar hoher Technologie. Und genauso ist es sowohl in der Fallout-Spieleserie als auch in der Prime-Serie. Ich möchte hier ein bisschen auf die Serie eingehen, nicht spezifisch unbedingt auf die Folgen an sich, sondern allgemein auf die Serie im Großen und Ganzen. Vorab, zwei Charaktere haben mich überrascht. Zum einen sehen wir da den Captain von How I Met Your Mother. Für die Leute, die How I Met Your Mother kennen, ihr wisst, welchen Captain ich meine, für die, die ihn nicht kennen. Barney, there you are. I want you to meet an old friend of mine from Exeter, George Van Smoot. But you can and should call me the Captain. The captain? The Marshal and Barney here are the future of Goliath National Bank. Well, ahoy. Und das hat mich am meisten fasziniert, dass dieser Mensch noch außerhalb dieser Serie ein Schauspieler ist. Und zwar haben wir Rico von Hannah Montana. Hola, amigos. Macht euch bereit für eine Fiesta des Gaumens. Für Ricos Empanada Extravaganza. Ja, der kleine Imbissbesitzer, der damals schon sehr, sehr groß war, ist jetzt immer noch nicht größer, aber auf jeden Fall erwachsener geworden und ist auch Teil dieser Serie. Allgemein, die schauspielerische Besetzung ist querbeet einfach bekannt. Jegliche Schauspieler, die man schon mal irgendwo gesehen oder gehört hat, eine Version von Jonathan Mayers gekreuzt mit Denzel Washington und wem auch immer, ist auch dabei. Ich kenne diesen Typ nicht, er hat aber die Gesichter von allen Schauspielern dieser Welt gefühlt. Und wie gesagt, von der Besetzung her top. Einfach sehr gut, sehr, sehr geil umgesetzt und auch einfach nachvollziehbar. Es ist was, wo ich sage, ja, die machen alle Sinn da in der Serie. Es ist nicht so, dass man sagt, nee, 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 passt gar nicht, den da jetzt reinzupacken. Kurz, ohne großartig Spoiler, versuche ich mal zu erklären, worum es geht. In der Welt von Fallout ist eine atomare Apokalypse schon sehr, sehr früh, naja, in greifbarer Nähe gewesen und die Regierung in der Welt, vor allem Amerika, hat sich darauf vorbereitet, in denen sie die sogenannten Vaults eingerichtet haben. Ja, Vaults, wie der Name es schon sagt, sind halt Bunkeranlagen. Per se sind diese Bunkeranlagen einfach nur dafür gedacht, die Bewohner Amerikas, ob jetzt reich oder arm, sei mal dahingestellt, in Schutz zu bringen, sobald die atomare Apokalypse dient und diese darin so lange zu verpflegen, so viel Generationen zu überleben, um irgendwann die Erde bzw. Amerika wieder zu bevölkern. So zumindest die grobe Ausgangssituation. Was man jetzt in der Serie hat, ist einer dieser Walls, beziehungsweise zwei oder drei dieser Walls als Hauptpunkt. Und da haben wir eine Bewohnerin, und zwar ist das die gute Lucy. Und diese, wegen verschiedenster Umstände, ist gezwungen, naja, an die Oberfläche zu kommen, ins Wasteland, in die, naja, atomar verseuchte
Gegend halt. Und auf ihrer Mission trifft sie super viele Menschen. Sowohl den Ghoul oder die Ghule an sich, eine super interessante Spezies in, was heißt Spezies, aber eine super interessante Art der Lebewesen in Fallout. Wir sehen verschiedenste Menschen in der Power Armor. Wie heißt die Bruderschaft des Metalls oder Bruderschaft des Stahls? Stählerne Bruderschaft, irgendwie sowas. Und ja, wir sehen allgemein ganz, ganz viele verschiedene Arten an Menschen, die halt an der Oberfläche gelebt haben. Wir erfahren die verschiedensten Geschichten. Einmal über Lucy, über den Typen in der Power Armor, Maximus und auch über den Ghoul. Wir erfahren Geschichten von allen und wir erleben quasi, wie Lucy auf ihrer Mission, hier soll nichts gespoilert werden, durchs Land erstmal ziehen muss mit den verschiedensten Leuten und halt dann auf verschiedenste Probleme stößt. Am Ende haben wir ein nicht so happy End, wie es für Fallout, würde ich mal sagen, auch typisch ist. Sprich, ohne jetzt schon große Versprechungen zu machen, die teilweise schon bestätigt wurden, wird es eine zweite Staffel geben. Es ist alles dazu prädestiniert, eine zweite Staffel zu planen. Und es wird auch wahrscheinlich so der Fall sein. Das ist so die grobe oberflächliche Story. Die Story, die sich parallel dazu abspielt, ist die, naja, ich nenne es mal, das Herausfinden, dass die Walls oder das System hinter den Walls vielleicht doch nicht so gut ist, wie man dachte. Denn auch schon in der Spielereihe erfährt man, dass die Walls zum Teil von hohen Firmen in Amerika, von hohen Mächten, die sich mit an den Walls beteiligt haben, dazu genutzt wurden, verschiedenste Experimente zu machen an den Menschen. Um hier ein paar zu nennen, es gab zum Beispiel einen Vault, in dem wurde gesagt, jedes Jahr oder es muss immer jährlich, glaube ich doch, eine Person geopfert werden, bis sich halt drei dazu entschlossen haben, nichts mehr zu opfern und sich dann herausgestellt hat, hey, das war Sinn und Zweck, es sollte keiner geopfert werden, es war alles nur ein Test. In einem anderen World wurde zum Beispiel die Lebensmittelversorgung so abgeschnitten oder so, naja, programmiert, dass es dazu kommen muss, dass die Leute sich vielleicht gegenseitig essen, verrückt werden oder. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene, ich nenne es mal Tests, die an diesen Walls durchgeführt wurden. Es gibt Millionen Videos auf YouTube, die diese Vault-Geschichten erzählen. Checkt sie gerne aus. Ich kenne auch nicht alle, ich kenne auch nur so ein paar. Und ja, auch Lucys Vault war in einer solchen Testgruppe, nenne ich es mal, verankert. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht mehr so weit eingehen, weil das sehr, sehr, sehr viel Spoiler beinhaltet. Und wenn ihr die Serie nicht gesehen habt und Amazon Prime habt, guckt sie euch an. Kann ich jetzt direkt schon mal empfehlen. Wenn euch das interessiert, ist sie was für euch. Denn jetzt geht es genau darum, für wen ist die Serie denn überhaupt was? Also meiner Meinung nach für jeden Fan der Fallout-Serie, also der Fallout-Spielereihe. Warum sollte es auch nicht so sein? Ob es vom Pip-Boy bis über die Vault-Tec-Anzüge bis hin zur Power-Armor, bis über die Ghule, bis über verschiedenste Orte in dieser Welt. Alles ist referenziert an die Fallout-Spiele-Serie. Ja, denn wir haben hier auch eine Fallout-Spiele-Adaption, die zwar nicht ein genaues Spiel adaptiert, oder eine genaue Zeit, aber auf jeden Fall in diesem Universum halt spielt. Und das ist direkt ein Punkt, wo ich sagen muss, das macht die Serie so gut. Wir haben hier keine genaue Vorlage. Es ist also nicht, wie als würdest du Fallout 1 nehmen und das einfach verfilmen. Es ist eine eigenständige Geschichte. Es ist ein eigenständiger Vault, es sind eigenständige Menschen. Und das alles nur in der Welt von Fallout. Bedeutet nicht, wie bei zum Beispiel Avatar, wir haben eine Vorlage, die wir lieben, schätzen und haben wollen und werden dann enttäuscht, wenn sie schlecht übersetzt ist oder schlecht gemacht ist. Nein, wir haben hier einfach was nur gut sein kann, wenn man das Genre Fallout mag. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, auch für Nicht-Fallout-Fans, beziehungsweise halt Leute, die vielleicht einfach gar nicht gerne zocken oder überhaupt nicht zocken, kann die Serie was sein, denn postapokalyptische Serien oder Filme sind einfach immer spannend, finde ich persönlich. Und für Menschen, die sowas mögen, ist das auch gut. Man muss natürlich hierbei sagen, es hat halt auch viel mit ein bisschen abgespaceden Sachen zu tun. Es ist sehr viel, ich nenne es mal Monster-Hokus-Pokus da drin halt. Es gibt halt mutierte Sachen, es gibt halt Erste-Hilfe-Kits, die so schnell und so gut Erste Hilfe leisten, dass es halt abgespaced wirkt. Aber ich denke, das Ganze ist gerade deswegen verkraftbar, da man weiß, nur weil es optisch in den 60er, 70er Jahren spielt, spielt es halt technologisch schon weit, weit in der Zukunft. Wir sind hier irgendwie im Jahr 2200 irgendwas, meine ich mal. Zumindest in einem der Fallout-Spiele. Und das trifft sich hier ganz gut. Optisch ist die Serie ein Gaumenschmaus von den Kostümen. Bis zu den Designs im Wasteland, bis zu dem Design der Walls, alles ist super schön. Klar, wir haben hier und da ein paar Mankos, wenn man zum Beispiel dieses eine Monster, ich weiß nicht, das ist so ein Seemonster, nimmt und das soll das darstellen, was in dem Spiel auch gibt. Das sieht dem nicht ähnlich, aber es soll das gleiche sein. Es gibt halt hier und da auch Abstriche, die man machen muss, klar. Aber wie gesagt, rein vom CGI, was finde ich gar nicht so oft vorkommt, es ist sehr viel, was auch wieder auf echten Kostümen und echter, halt auf echten Special Effects basiert. Nur als Beispiel.
Beispiel, die Nase vom Ghoul ist ja weg. Die Nasenspitze an für sich wurde schon per CGI rausretuschiert, aber das restliche Design ist halt schon einfach ganz normales Maskenbildner, Make-up, was weiß ich. Deswegen auf jeden Fall volle Punktzahl an Optik. Gibt ganz, ganz wenig Momente, wo ich mir denke, das ist schlechtes CGI. Klar, hier und da schon, aber im Großen und Ganzen sieht es einfach alles super aus. Es werden Leute die Köpfe abgeschlagen und dieser Kopf sieht auch super toll aus. Und ich gehe stark davon aus, das war kein CGI. Die haben dann einen echten Kopf gemaskenbildnert und den dann dafür genommen. Und das, finde ich, verdient in der heutigen Zeit sowieso so viel Respekt, wenn einfach Serien genommen werden, die einfach mit reellen Special Effects halt geschmückt sind. Also vom Optischen über die Story, über die Besetzung, über die deutsche Synchronisation als auch die englische Stimmbesetzung, also klar von den Schauspielern, finde ich, ist das ganze Ding durchweg super genial gemacht und ist einfach nur empfehlenswert. Und es ist vor allem auch was, wo ich sage, wenn sich da jemand dran setzt, der die Spielereihe nicht kennt, man muss sie nicht kennen. Es wird einem nicht quasi vorausgesetzt, hier, du musst wissen, was das, das, das und das ist. Es wird einem einfach erklärt. Viele Easter Eggs, viele kleine Details sind natürlich nur für die Fans der Spielereihe gemacht. Als Beispiel die Red Rocket oder so heißt es doch. Das ist so eine Tankstelle und die gibt es halt in Fallout 4 und wahrscheinlich auch, glaube ich, in allen anderen Teilen, aber ich kenne sie jetzt hauptsächlich Fallout 4, meine ich mal. Und das ist halt so ein Detail, das juckt halt keinen, der die Spielereihe nicht kennt, aber es ist jetzt auch nichts Schlimmes. Sprich, an der Stelle kann ich nur sagen, gönnt euch die Serie, wenn ihr Prime habt und wenn ihr Bock auf eine postapokalyptische Geschichte habt, die vielleicht auch noch mit einer zweiten und dritten Staffel weitergehen könnte und ihr einfach Bock auf sowas habt, was einfach Gehirn ausschalten, ich muss nicht hundertprozentig bei der Sache sein, dann gönnt sie euch. Definitiv, meine Empfehlung geht raus. Wenn ich der Serie Punkte geben müsste von 1 bis 10, würde ich sagen, die kriegt von mir stabile 9 von 10 Punkten. Denn ich habe nicht einen Punkt gefunden, wo ich sage, es ist schlechtes CGI, schlechtes Schauspiel, schlechtes was weiß ich. Die einzigen 2-3 Punkte, die ich ein bisschen, naja, schade fand, beziehungsweise wo ich halt jetzt die Punkte abziehe, ist zum einen die Länge. Ich hätte mir gewünscht, die Serie hätte noch ein bisschen mehr Inhalt gehabt in der ersten Staffel. Und dementsprechend auch das Pacing der Serie. Zwei Dinge, wo ich sage, hätte man vermeiden können. Aber an für sich rundum eine super solide Serie. Wie gesagt, Empfehlung geht definitiv raus. Sowohl für Fallout-Fans, also das sowieso Fallout-Fans, guckt es euch an. Nicht Fallout-Fans, oder die es gar nicht kennen, gönnt es euch auch. Und allgemein, es ist, wenn man mal für eine Serie, für einen Abend was braucht, gönnt es euch. Das ist auf einem Nachmittagabend durchgeguckt. Das ist ein Sonntag. Sonntagmorgens anfangen, nach dem Frühstück. Ist mal fertig mit. Alles easy, ganz klar. Deswegen, wie gesagt, meine Empfehlung geht raus. Und jetzt seid ihr gefragt, habt ihr die Serie schon gesehen? Und wenn ja, wie fandet ihr sie? Beziehungsweise warum fandet ihr sie gut? Habt ihr sie nur geguckt, weil ihr die Fallout-Spiele gespielt habt? Oder habt ihr gesagt, hey, das sieht interessant aus, ich guck's mir einfach mal so an. Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Wenn ihr jetzt noch meine Meinung zur letzten Folge von der The Walking Dead Serie The Ones Who Live sehen wollt, dann checkt gerne dieses Video aus. Und wenn euch meine Meinung zur Neuaufsetzung, zur Netflix-Neuauflage von Avatar, Herr der vier Elemente interessiert, dann guckt euch gerne dieses Video an. Vielleicht gefällt es euch und ihr bleibt einfach hier auf dem Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.